Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen New Super Mario Bros. Wii weiter. Jetzt hat sich Reska extrem erschrocken, weil ich irgendwie meinen Arm nach oben gestreckt habe. In der Wii-Pose gewissermaßen. Jetzt mecker nicht rum. Ist in Ordnung. Ist alles okay. Ist dein Herrchen Albert nur rum? Er muss ein Let's Play aufnehmen. So, Rubble Runes. Da waren wir beim letzten Mal. Genau, Spieleranzahl immer noch 1. Weil alleine halt und so. Ja, wir spielen immer noch die total tolle Mod von New Super Mario Bros. Wii weiter. Sind mittlerweile in Welt 2 angelangt. Ich habe keine Ahnung, ob euch die Mod gefällt oder nicht, weil ich die bisherigen Videos noch nicht hochgeladen habe. Hahaha. Cactus Cove. Aber das bedeutet für euch wiederum, dass der Hering ganz viel im Voraus aufnimmt und das kann nur gut sein, weil so kommen einige Videos und Upload und so. Kann ja ab und zu mal sein, dass der Hering sich mal ein bisschen Mühe gibt mit dem Uploaden und dass das dann auch einigermaßen gut läuft und pünktlich alles kommt und so weiter und so fort. Kann sein, muss aber nicht. Das hier bringt mir rein gar nichts. Ich hätte jetzt gedacht, so dass ich zwischen den Blöcken, zwischen den Ebenen so ein bisschen hin und her wechseln kann. Also dass ich jetzt ein bisschen links weitergehen kann, so lange bis dort hinten zu der Lücke und dass ich dann runterfalle und so. Aber nö, na gut, dann halt nicht. Dich kenne ich noch, Kollege. Allerdings habe ich dich... Wow. Habe ich dich wirklich mal in Wüstenwelten so richtig gesehen? Oder habe ich dich nicht bisher eigentlich immer nur in irgendwelchen Höhlen oder so gesehen? Also klar, in Wüstenwelten irgendwie auch, aber... Weil diese Höhlen dann meistens in Wüstenwelten waren, aber ihr wisst hoffentlich so ungefähr, worauf ich hinaus will. Ich finde es toll, dass hier überall Fässer rumstehen. Ich finde es weniger toll, dass ich... Wow. Momentan noch nicht so hundertprozentig weiß, was ich mit diesen Fässern so anstellen soll. Sind die nur dazu da, damit ich die Flammenviecher kaputt machen kann? Oder sind hier irgendwo ganz tolle Secrets versteckt oder irgendwie sowas in der Art? Oder aber... Die Sternmünzen hängen einfach so in der Gegend herum und es ist absolut kein Problem, sie einfach zu finden und einzusammeln. Das könnte unter Umständen ja auch sein. Mensch, ja. Man muss ja nicht immer alles so kompliziert machen, ne? Jetzt kann es trotzdem sein, dass ich hier ein bisschen gefoppt wurde, weil das mit der Röhre irritiert mich hier. Nee, aber nö. Gut, dann halt nicht. Wenn die das so meinen, dann wird es wohl schon so richtig sein. Aha. Hier sind überall Röhren. Röhren. Und die sehen alle so unheimlich wichtig aus. Aber komischerweise scheinen die alle überhaupt gar nicht wichtig zu sein. Dub-di-dub-di-dub. Oh, lustig. Was mir gerade so auffällt bei der Mittelflagge, ist kein Yoshi-Ei mehr, sondern ein Kaktus, ne? Wahrscheinlich sind diese Symbole total darauf ausgelegt, in welcher Welt ich mich befinde. Also Welt 1 war halt Yoshi's Island und deswegen kam das Yoshi-Ei. Und Welt 2 ist jetzt eben... Oh, da oben ist was... Und Welt 2... Ist hier kein Block? Nix? Aber irgendwie muss ich ja hochkommen. Moment. Und Welt 2 ist eben eine Wüstenwelt und deswegen hier ein Kaktus. Wie zum Geier kommt man dort rauf? Nicht auf normalem Wege, wie mir scheint. Vielleicht kann ich von dort hinten... Ja, genau, okay. Ich kann hier dann zurücklaufen. So, blub, dich mache ich mal so und hier gucke ich so. Aber hier ist nichts. Kann genauso natürlich auch gut sein wie im Originalspiel, dass ich mich irgendwo runterfallen lassen muss. Also was heißt runterfallen? Hier. Solche Geschichten zum Beispiel. Wer sagt mir denn, dass hier unten nichts ist? Und wenn schon dieses Extra-Leben da so blöde hier so... Also irgendwie... Ich weiß nicht. Ich meine, wenn das Extra-Leben hier so blöde runterfällt... Andererseits, das kann auch einfach nur sein, um das... Ja, um das mit dem Extra-Leben zu erschweren oder so. Also, wenn man da jetzt nach unten geht, dass man dann gleich wieder das Leben verliert. Das kann alles sein. Ich mache zu sehr eine Wissenschaft daraus, glaube ich. Dub-di-dub. Zu viele Münzen, tralala. Wir machen einfach erstmal normal weiter. Oh, hier ist aber eindeutig was. Ah ja, das war offensichtlich. Ich glaube generell, ich traue dem Moddern zu viel zu, oder? Ja, ich glaube irgendwie schon. Bisher ist das alles noch ziemlich human von den Verstecken her. Und ich denke mir da so irgendwie zu viele Dinge, die zu kompliziert sind und die ansonsten irgendwie kein Schwein interessieren. Hier ist auch nichts drin. Interessant. Hier... Aha! So oder so ähnlich. Blups. So, extra Schnups. Okay.
Aber, was ist denn zum Beispiel hier? Hier ist nichts. Komisch. Ich hatte oben doch was gesehen. Man sieht zumindest so eine Art Decke oder so. Ja, andeutungsweise, aber die Decke scheint nicht sonderlich wichtig zu sein. Ist zumindest nur so eine Vermutung jetzt mal so. Generell, was mir... Was zum... Okay, große Röhre. Eine sehr, sehr große Röhre und eine sehr schöne Sternmedaille, die man auch glatt mal übersehen kann. Das sieht ja putzelig aus. Wuhu! Okay. Überraschungseffekt. So. Wo bringt mich diese Röhre hin? Nur zum normalen Ausgang. Ist hier sonst nichts weiter? Nö. Scheint erstmal nicht so zu sein. Na gut, okay. Wir werden es sowieso gleich auf der Weltkarte sehen, ob da jetzt noch ein geheimer Ausgang war oder nicht. Das ist ja das Schöne, das wissen wir ja mittlerweile beim Spiel. Oh ja. Dass man hier alles gleich, naja, nicht direkt auf dem Silbertablett serviert bekommt, aber man weiß zumindest Bescheid. Sag doch mal einer Bescheid. 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 Okay, nee, scheint alles da zu sein. So, Shop. Das ist die Drugstore. Hier kann ich wieder... Wow, bei Cowboy Lakito. Yeah! Ein paar Sachen anscheinend kaufen. Aber die will ich alle nicht, weil die kosten Sternmedaillen und da möchte ich nichts für ausgeben. Dort unten seht ihr den grauen Block? Der verdeckt irgendwie den Zugang zu einer Röhre. Da kann man bestimmt hier irgendwo noch einen geheimen Ausgang oder so finden und dann kommt man da unten raus. Bestimmt ist das so. Na gut. Aber jetzt gehen wir erstmal hier oben lang. Und sind hier in Gushing Gutter? Was ist das hier? Sieht irgendwie seltsam aus. Überall so seltsame Röhren und so. Und ich habe da kleine Mancha gesehen. Gushing Gutter. Oh, hier werden wir bestimmt auch das eine oder andere Mancha-Level noch finden. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Also, na gut, wenn wir mal davon abgesehen, dass hier Münzen sind. Aber ansonsten ist hier nichts. Gut. Im Hintergrund kleine süße Röhren und so. Ja, ja. Man muss schon... Dann auch gleich mal, wenn wir schon mal dabei sind und sowieso den Kram hier spielen, dann können wir auch gleich mal so ein ganz kleines Auge fürs Detail entwickeln und ein bisschen das hier bewundern, was die Modder so zurechtgebastelt haben. So aus vollkommen eigenem Antrieb und einzig und allein mit der Prämisse im Hinterkopf, wir machen jetzt ein schnupsiges... Bestimmt auch genau mit der Prämisse im Hinterkopf. Wir machen jetzt ein schnupsiges New Super Mario Bros. Wii He Abenteuer, das die anderen Spieler vom Sockel haut. Was ist das hier? Diese Plattformen erinnern mich irgendwie an Schokomuffins. Geht das jetzt nur mir so? Oder sind das... Das sind Schokomuffins. Das sind ganz eindeutig Schokomuffins. Schokomuffins, die auf einer seltsamen Drehplattform irgendwie drapiert sind. Warum auch immer. Schokomuffins. Njam, 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 njam. Ich hatte mir erst letztes Wochenende Schoko... Ja, Milch, ja. Schokomuffins gekauft. Ja, fertige halt. Abgepackte. Nö. Ja. Ich mach sowas nicht selber. Nein. Kann ich auch gar nicht. Egal. Aber ich mag Muffins. Ja. Dab, 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 dab. Ich kannte mal eine Katze, die Muffin hieß. Oh ja, das war... Das war ein süßes kleines... Das war echt ein süßes kleines Kätzchen. Leider ein bisschen... komisch in der Birne. Aber dafür konnte sie nicht wirklich was. Nee, sie hatte es nicht leicht in ihrem Leben. Und dann irgendwann hatte sie das Glück, eine sehr gute Katzenmutter zu finden, nämlich meine Mutter. Und die hat sich, oder meine Mutter hat sich sehr, sehr aufopfernd um Muffin gekümmert. Bis halt Muffin nicht mehr konnte, so ungefähr. Ja, ist leider relativ früh verstorben, das arme kleine Ding. Aber ja. Es war ein liebes Kätzchen. Und die kam auch immer so lieb auf den Schoß und so. Und hat einen dann ein bisschen vollgesabbert. Ja, mein Gott, man konnte hier nicht böse sein. Ach, Mann, nee. Wenn Tiere nochmal einen Knacks weg haben irgendwie, dann tut mir das nochmal fast eine Ecke mehr leid oder so. Ich weiß, ja, gut, nee, so klingt das auch doof. Aber ihr wisst, was ich meine so ungefähr. Das ist irgendwie, ja, Mann. Die tun einem einfach leid, die Viecher. Ja. Dab, die dab, die dab, die dab. Ich hab Muffin echt gemocht. War eine schöne Katze. Dupp, die dupp, die dupp. Generell bin ich mit relativ vielen Katzen groß geworden. Also in meiner Kindheit. Ich hatte so manchen stolzen Kater und so manche stolze Katze irgendwie miterlebt. Und mit denen irgendwie Haus und Hof geteilt. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht und den Katzen überwiegend, glaube ich, auch. Und ja, das war... Das war quasi gesehen meine Jugend oder Kindheit. Nein, eigentlich eher Jugend, könnte man sagen. Ja, doch. Kindheit nicht.
Da ist meine letzte Sternmedaille, da möchte ich gerne hin. Wie komme ich das hin? Ich komme so dorthin. Schnu, schnu. Schnu, schnu. Aha. Schnu, schnu. Okay. Verflixt nochmal und schnu genäht. Da, 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 da. Diese Wassersäulen, die irritieren mich so ein ganz klein bisschen. Weil ich dann immer denke, dass ich von denen nach unten gedrückt werde. Aber ist gar nicht, weil das reiner Hintergrund ist. Hat so ein bisschen was, da muss ich spontan an Mega Man denken. Da gibt es solche Passagen, wo man irgendwie von Wassermassen so nach unten gedrückt wird. Bin mir zumindest recht sicher, dass das jetzt Mega Man ist. Oder ich verwechsel das gerade mit einem anderen Spiel. Lass mich raten. 2-3. Drip Drop Drains. Muncher Level? Da sehen wir sie schon. Die kleinen süßen Muncher. Dup-di-dup-di-dup-dup. Dup-di-dup-di-dup-dup. Blups? Nee. Gumba-Spender, diese wunderbaren Röhren. Das ist ja faszinierend. Aha. Aha. Bringt mir nur nichts. Na gut, man könnte wieder zurückgehen. Ups. Und sich nochmal so da so rein katapultieren und so. Und dann so pui. Und dann kann ich tatsächlich alle Münzen einsammeln. Ich sehe hier auch kleine Röhren. Wenn ich hier kleine Röhren... Oh, 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 oh. Ihh, das könnte ja doof werden. Wisst ihr warum? Ja, weil ich den P-Block hier brauche, um an diese... Wow, um an diese Sternenmedaille ranzukommen. Okay, ne. Sah schwieriger aus als gedacht. Dup-di-do. Ja, jetzt lass mich aber da oben wenigstens auch noch den Block untersuchen. Damit ich diesem Block auch noch sein Geheimnis entreißen kann. Denn es ist... Hallo? Okay. Das sind nur ein paar Münzen. Werde ich hier... Ach so. Ah, hier fließt das Wasser jetzt richtig. Ich werde hier wirklich nach links getragen. Das ist ja faszinierend. Nur wie gesagt... Von oben halt nicht. Kein Effekt. Na gut. Ob das jetzt beabsichtigt ist oder von den Moddern nicht besser gemacht werden konnte oder ob sie schlichtweg nicht dran gedacht haben oder so. Keine Ahnung. Aber, ich meine, sie hätten es wunderbar machen können, oder? Von oben halt das Wasser, dass einem das auch nochmal so ein ganz klein bisschen behindert. Ups, ups, ups. Wäre zumindest eine Idee. Wäre das Erste, worauf ich so kommen würde hier. Aber, na gut. Okay. Ich bin kein Spieldesigner. Bup, bup, dup, dup, do. Ich wollte es mal sein, ja. Das ist immer so das Erste, oder mit, glaube ich, das Erste, was man sich so denkt, wenn man feststellt, dass man relativ videospielaffin ist oder so, ne? Dann denkt man sich so, boah, wäre das geil, wenn ich irgendwie Spieleentwickler wäre oder so, weil dann würde ich voll die geilen Spiele programmieren und keine Ahnung was. Das Blöde ist dann, das Blöde an der Stelle ist dann einfach nur, dass man relativ bald feststellen muss, dass doch ein bisschen mehr dazu gehört, Programmierer zu sein, als man so denkt. Wie komme ich denn da so hoch? Bin ich jetzt so ein bisschen... Ja, ich bin so ein bisschen... Ach, ich würde gerne im Sprung so auf den... Weil anders komme ich doch nicht. Hä? Dieser Block dort oben, der irritiert mich. Genauso irritiert mich auch das hier. Diese... Ah! Was? Bujabu. Das war gemein. Na, bisschen gemein. Hajabu. Haja Schnuschnu. Hätte man da links und rechts dann vielleicht oben auf die Röhren drauf gekonnt? Vielleicht ja, vielleicht aber nein. Nur für normale Münzen? Okay, ich hätte wetten können, dass hier eine Sternmedaille rauskommt. Oder habe ich sie einfach nicht... Ah, nö. Okay, hat sie erledigt. Oder habe ich sie einfach nicht gesehen? Nee, das wäre sehr seltsam gewesen. Gehen wir mal weiter, 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 weiter. Zumindest war es die zweite Sternenmedaille. Dann bin ich in der Beziehung schon mal sehr froh. So. Blups, blups. Hier kann ich nicht weiter. Hier kann ich auch nicht rein. Da ist die Mittelfahne. Ich wette, in diesem Block dort links, da wäre noch irgendwas gewesen. Eventuell sogar eine Ranke oder so? Geheimer Ausgang, Fragezeichen? Ich weiß nicht genau. Das sah sehr verdächtig aus, aber ohne... Ohne Propellerpilz auch sehr schwer da oben ranzukommen. Die dumm, die dumm? Die dumm, die dumm, die dumm. Hier oben sind auch nochmal so komische Blöcke. Warum sind die ganzen Blöcke hier so komisch erreichbar? Da kann man doch überhaupt nicht hin als Normalsterblicher. Blups, blups.
Aber alles nur komische Münzblöcke oder so. Dup, di dup. Di dup, di dup. Ansonsten ein sehr schöner Piranha-Röhren-Level, was auch immer. Erinnert jetzt mittlerweile alles immer weniger an eine gemütliche Wüste. Schnu, schnu. So. Haha, so. Dich habe ich massakriert, weil du standest im Weg. Blups. Ich hoffe, du nimmst es nicht persönlich. Ich bin doch eigentlich nicht so ein Mensch. Nein. Eigentlich bin ich immer total friedliebend und friedfertig. Und ich mag alle meine Mitmenschen manchmal. Da. Manchmal zumindest, wenn sie mir nicht gerade auf den Sack gehen. Dann mag ich sie sehr. Hätte ja sein können, dass da oben was ist, ne? Hätte ja sein können. Hätte aber auch nicht sein können, so wie... Blups, so wie es jetzt der Fall war. Hier nix, da nix, dort nix.